Nun, meine Damen und Herren, lassen Sie mich, bevor wir in die Diskussion einsteigen, meine Gesprächspartner hier vorstellen. Ich beginne zu meiner Rechten mit Herrn Grovitsch. HWWI-Chef sei sein Traumjob, hat er gesagt. Und seit dem 1. September dieses Jahres ist sein Traum in Erfüllung gegangen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Privatdozenten Dr. Christian Grovitsch, Direktor und Sprecher der Geschäftsführung des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, kurz auch HWWI genannt. Herr Grovitsch war bis Ende August 2014 Direktor für Anwendungsforschung und Mitglied der Geschäftsleitung des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln, sowie eben dort Privatdozent für Volkswirtschaftslehre. Die Energiewende ist eine der Säulen, mit denen sich das HWWI unter seiner Leitung in Zukunft verstärkt beschäftigen soll. Weiter zu meiner Rechten sehen Sie hier Herrn Paschke. Seit 1996 ist er Direktor des Instituts für Seerecht und Seehandelsrecht der Universität Hamburg, seit 2008 ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Ich begrüße Herrn Prof. Dr. H.C. Marian Paschke, der sich vor allem befasst mit dem Wirtschaftsrecht im Kontakt mit Osteuropa, Russland und Asien, und er war Sprecher der Akademie-Arbeitsgruppe Strategien für eine konzertierte partnerschaftliche Rohstoffpolitik. Er ist für die Akademie der Wissenschaft in Hamburg Mitglied in der Deutschen Wissenschaftsakademien übergreifenden Arbeitsgruppe Recht im Rahmen der nationalen Initiative Energiesysteme der Zukunft. Zu meiner Linken begrüße ich Herrn Schulz. Herr Schulz ist Vizepräsident für Forschung der Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg. Herr Prof. Dr. Inkabil Detlef-Schmidt ist an der Helmut-Schmidt-Universität Leiter des Fachgebiets Elektrische Energiesysteme, das mit zahlreichen Projekten unter anderem in das interdisziplinäre Forschungscluster Nachhaltige Energieversorgung sowie in den Energieforschungsverbund Hamburg eingebunden ist. Seit 2011 ist Herr Schulz ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Seine Forschungsgebiete umfassen unter anderem die Netzintegration erneuerbarer Energien, Netzberechnung und Netzausbau sowie Energiespeicher und Lösungsansätze für eine nachhaltige Energieversorgung mit dezentraler Energiewandlung. Und ganz links von mir ist Herr Kaltschmidt. 2011 wurde er von der Wirtschaftswoche zu einem der 60 wichtigsten Macher der Energiewende gekürt. Ich spreche von Herrn Prof. Dr. Kaltschmidt von der Technischen Universität Hamburg-Harburg, der dort seit 2006 das Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft leitet. Seit 2011 ist er ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Sein primäres Forschungsinteresse gilt den regenerativen Energien als Teil des nationalen und globalen Energiesystems und deren technischer, ökonomischer und ökologischer Bewertung. Seit 1992 berät er in diesen Fragen regelmäßig verschiedene Institutionen und Organisationen, wie beispielsweise die EU-Kommission, verschiedene Bundesministerien, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt oder auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Seit 2002 ist Herr Kaltschmidt Obmann des VDI-Fachausschusses Regenerative Energien. Sie sehen also, wir haben ein Podium zusammengestellt, das auf diesen Gebieten, die wir heute diskutieren wollen, bestens ausgewiesen ist. Und ich vertraue darauf, dass wir dadurch natürlich auch die Expertise hier in den Saal bringen können, die wir von einer hochwertigen Diskussion erwarten. Nun, ich will zunächst mal mit einer Eingangsfrage jeweils beginnen. Und im letzten Sommer haben Sie, lieber Herr Grovitsch, in einem Beitrag für die Deutsche Welle geschrieben: Es fehle der deutschen Energiewende an klarer Perspektive, technologischer Flexibilität und europäischer Einbettung. Eine neue Ausrichtung sei dringend notwendig, sagen Sie. Können Sie uns vielleicht einmal näher erläutern, was Sie mit dieser Aussage gemeint haben, die nationale Komponente nicht zu überbewerten, nehme ich an. Ja, vielen Dank, Herr Professor Kotzer. Die,
Die Aussage, die ich da versucht habe zu kolportieren, war oder hatte letztlich den Hintergrund, dass ich wahrnehme aus einer ökonomischen Perspektive, dass die Energiepolitik in Deutschland und die Energiewende insgesamt als nationales Projekt gesehen wird. Und das halte ich innerhalb eines gemeinsamen Energiebinnenmarktes für volkswirtschaftlich einfach falsch. Die umliegenden Länder sind massiv von auch der deutschen Energiepolitik betroffen, sei es sozusagen von den Exporten der erneuerbaren Energien, von denen Sie schon gesprochen haben, oder von dem Strompreiseffekt, den das Kernkraftwerksmoratorium gehabt hat, ohne dass die Politik auf sozusagen auch die berechtigten Interessen unserer Nachbarländer eingegangen ist. Das war sozusagen der eine Aspekt, also auch eine Frage, wie man mit seiner nationalen Politik die angrenzenden Länder determiniert. Der andere ist aber ein noch primär ökonomischer, und das war diese Energiewende, so wie wir sie heute planen, als nationales Projekt wird sehr teuer. Wenn wir aber das im Verbund mit unseren europäischen Nachbarländern machen, wenn wir bessere Windstandorte, also windhöfigere Standorte nutzen würden, wenn wir strahlungsintensivere Solarstandorte nutzen würden, könnten wir die Kosten der Energiewende deutlich begrenzen und damit die Belastung für alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger, für den gesamten nicht privilegierten Endverbrauch eben auch reduzieren. Und ich glaube, dass das ökonomisch vernünftig ist, aber auch eine Frage der Akzeptanz der Energiewende sein wird. Denn wenn man dieses Projekt, ein Jahrhundertprojekt technologischer, ökonomischer und politischer Natur, wenn man das wirklich durchführen möchte, dann braucht man einen langen Atem und auch politische Akzeptanz, eben bei dem Unbill, der auch noch zwischenzeitlich kommen wird, ganz sicher. Herr Kaltschmidt, Sie bezeichnen die Energieforschung im weiteren Sinne als eine der zentralen energiewirtschaftlichen Aufgaben für die Zukunft. Und stimmen Sie dann in diesem Zusammenhang dem, was Herr Grovitsch eben angesprochen hat, zu, nicht national, sondern europäisch zu handeln? Also zunächst mal vielen Dank für die Frage, Herr Kreuzer. Die Frage, ob wir national oder europäisch handeln oder letztlich global handeln müssen, glaube ich, die stellt sich an der Stelle nicht, weil ich glaube nicht, dass wir Akzeptanz bei den Italienern hätten, wenn wir plötzlich ganz Sizilien zupflastern mit Photovoltaikanlagen, damit wir in Deutschland Strom haben. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Akzeptanz hätten bei den Iren, wenn wir in der irischen See plötzlich Offshore-Windparks machen, die dann die deutsche Stromversorgung machen. Ich denke mal, am Ende des Tages muss man versuchen, einen Kompromiss zu finden zwischen der Maximalforderung, was Sie sagen, zu sagen, man muss den europäischen Weg suchen, wo ich auf jeden Fall bei Ihnen bin. Andererseits, glaube ich, wird es sehr schwer sein, einen gesamteuropäischen Weg zu finden, weil natürlich die Historien, die Kulturen, die Energiewirtschaften unterschiedlicher europäischer Länder natürlich sehr unterschiedlich sind. Ich denke, langfristig führt kein Weg dran vorbei, dass das zusammengeführt werden muss, und es wird auch zusammenwachsen, es wächst auch zusammen. Wenn man sich die Energiewirtschaft in Europa anguckt, die letzten 20, 30, 40 Jahre, denke ich mal, kann man schon eine Tendenz erkennen, dass das zumindest ein klein bisschen das Verständnis wächst für den Nachbarn, dass ein klein bisschen auch das Gemeinsame wächst, aber das wird ein Prozess sein, der noch zumindest meine Lebenszeit beinhalten wird, weil eben die Energiewirtschaften, die Philosophien deutlich unterschiedlich sind. Ich denke, man kann diesen Prozess unterstützen, und das ist, glaube ich, auch der Kern Ihrer Frage, wenn wir uns mehr Richtung Forschung bewegen, wenn wir gemeinsam versuchen, mit unseren europäischen Nachbarn die Herausforderungen im Energiebereich sinnvoll zu lösen und anzugehen. Und ich meine, da haben wir ja auch in der Vergangenheit schon ein gutes Stück des Weges gemeinsam hinter uns gebracht. Ich meine, wenn man mal überlegt, ich habe Ende der 80er Jahre meine Promotion gemacht, damals über Wind und Photovoltaik, wo man überlegt hat, welche Szenarien man sich damals überlegt hat, was die Photovoltaik und die Windenergie erreichen könnte und wo wir heute stehen, das sind Welten dazwischen, und zwar nach oben. Es war damals nicht absehbar oder vorstellbar, dass Photovoltaik und Wind solche Anteile erreichen können. Deswegen glaube ich, wenn wir jetzt den Paradigmenwechsel machen von der Erzeugungstechnik zum Versorgungssystem und den versuchen dann eben von der deutschen Ebene auch sukzessive auf die europäische Ebene zu heben, dann kann dieses Projekt Energiewende, so wie es die Politik vielmals formuliert hat, glaube ich schon zu einem Erfolgsfaktor werden. Aber wie gesagt, es sind noch viele Fragen offen, es sind viele technische Fragen offen, nicht nur ökonomische, sondern auch viele technische Herausforderungen noch zu lösen. Und die müssen natürlich durch eine entsprechende fundierte Energietechnik und energietechnische Forschung entsprechend gelöst werden in den kommenden Jahren. Ja, wir kommen bestimmt auf diese Thematik nochmal zurück. Ich will aber zunächst mal Herrn Schulz fragen. 2008 haben Sie, lieber Herr Schulz, die These aufgestellt, dass beim Ausbau der erneuerbaren Energie bis auf 20% bis zum Jahr 2015
keine zusätzlichen Speicher im Netz erforderlich sind. Sie wissen ja alle, dass erneuerbare Energien sind zum großen Teil fluktuierende Energien und der Wind bläst nicht jeden Tag, nicht jeden Monat gleichmäßig. Die Sonne scheint auch nachts nicht, am Tag auch nicht immer. Und deswegen gibt es sehr viel Speichernotwendigkeit. Und Sie waren der Meinung, es ist nicht notwendig. Will ich mal provokativ fragen, sind Sie heute auch der Meinung? Ja, zum einen, man muss immer aufpassen, was man sagt, ne? Zum zweiten, ich bin heute immer noch der Meinung und die Realität bestätigt auch diese damalige These, die übrigens ziemlich ins Blaue hinein getätigt wurde. Aber es ist so, ich hatte damals gesagt, bis 20% erneuerbare Energien in der Stromversorgung wird man aus technischen Gründen keine Speicher benötigen. Heute haben wir 24% erneuerbare Energien in der Stromversorgung. Wir haben keine zusätzlichen Speicher. Wir haben Pumpspeicherwerke, die wir schon immer im Energieversorgungssystem hatten. Und alle neuen Speichersysteme sind noch weit entfernt von einer Marktreife. Im Netz brauchen wir Speicher, die sehr große Energiemengen aufnehmen könnten, wenn wir denn damit eine Wirkung verursachen wollten, eine Wirkung bezwecken wollten. Weil zu beachten ist, dass Energiespeicher eben kein Ersatz für Netzausbau sind. Das, was wir brauchen, ist ein Netzausbau. In dem Sinne würde ich die These sogar noch gern etwas verlängern, ja, und zwar auch untermauern. Und zwar, wenn wir auch bis 20% Windenergie, also nicht nur 20% Summe erneuerbare Energien, sondern 20% Windenergie und vielleicht einen Zeitraum bis 2020 aus technischer Sicht keine Speicher benötigen. Was wir brauchen, ist Netzausbau. Wir müssen die Energie wegtransportieren. Mit Speichern kann man eine ökonomische Optimierung vornehmen. Man kann Energie günstig einkaufen und zu Bedarfszeiten teurer verkaufen. Man kann Projekte optimieren, aber nur dann, wenn der Speicher selbst günstig genug ist. Das ist heute noch nicht der Fall. Herr Paschke, ich hatte schon vorher erwähnt, dass Sie Mitglied einer Arbeitsgruppe sind, die sich um Rechtsfragen kümmert im Rahmen der Energiewende. Übrigens, zu Ihrer Information, es gibt eine von den deutschen Akademien getragene Vereinigung oder eine Initiative, Forschungsforum Energiewende, in der die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, ACATEC, die Technikakademie der Wissenschaften, die Nationale und die 8 Landesakademie zusammengeschlossen sind, die sich auf Empfehlung und auf Wunsch der Bundesregierung eben mit allen wissenschaftlichen Fragen für die Energiewende auseinandersetzen. Und dazu gehören natürlich auch rechtliche Komponenten. Und meine Frage an Sie ist, was sind denn die Aufgaben und Ziele der Arbeitsgruppe Recht? Können Sie das vielleicht mal dem Publikum hier vermitteln? Ja, was macht ein Jurist, Herr Kreuzer? Das Gesamtsystem der Akademie-Arbeitsgruppen besteht ja aus ganz verschiedenen Komponenten. Wir haben Technikwissenschaftler, wir haben Systemwissenschaftler, wir haben Ökonomen, wir haben Akzeptanz-Arbeitsgruppen, die sich sozusagen mit der gesellschaftlichen Akzeptanz beschäftigen. Die juristische Arbeitsgruppe hängt sozusagen dran an diesen spezifischen Facharbeitsgruppen. Wir versuchen, die Prozesse und Überlegungen, die dort angestellt werden, zu begleiten. Es gibt eine Menge Fragen, Herr Kaltschmidt hat es schon gesagt, auch im juristischen Bereich. Es geht ja darum, die Kompatibilität der Energiewende mit den nationalen verfassungsrechtlichen Bestimmungen, vor allem aber auch mit den europarechtlichen Bestimmungen, zu realisieren. Und das ist ein ganz gut Stück Arbeit, das da vor uns liegt. Wir werden noch in den nächsten Jahren erleben. Wir haben ja gerade eine Energiewendediskussion hinter uns. 2014, das neue Erneuerbare Energiengesetz, war einer unserer Kernarbeitsfelder in den vergangenen anderthalb Jahren. Wir werden aufgrund der Regeln des europäischen Rechts sehen, dass das Recht der Erneuerbaren bis Ende 2016 noch einmal grundlegend geändert werden muss. Das sind Prozesse, die wir begleiten, die wir in gewisser Weise auch vorbereiten wollen. Die Aufgabe der Akademie-Arbeitsgruppen ist nicht, die Politik zu beraten. Das haben wir von vornherein abgelehnt, dafür sollen andere gerade stehen. Aber wir wollen die politischen Handlungsoptionen, in meinem Feld dann also im Bereich der juristisch akzeptablen politischen Handlungsoptionen, aufzeigen. Das ist die Kerndimension.
Herr Globitsch, wir hatten heute Nachmittag ja auch schon eine ausführliche Diskussion zu verschiedenen Facetten dieses Themas und Sie hatten mit Recht, glaube ich, eingeworfen, dass es schwierig ist zu sagen, dass alle Menschen das Gleiche unter dem Begriff Energiewende verstehen. Wie ist denn Sie als Wirtschaftswissenschaftler und Volkswirt, wie ist denn aus Ihrer Sicht, wenn Sie Umfragen und dergleichen betrachten, die Einschätzung, was, wenn Sie in der Bevölkerung jetzt mit dem Mikrofon durch die Gegend laufen, dann die Antwort sein wird? Eine einheitliche, gleiche Antwort oder meinen Sie, dass Sie sehr verschiedenartige Antworten erhalten? Also ich habe jetzt sozusagen keine repräsentative Stichprobe dazu, aber immer wenn ich auf solchen Veranstaltungen wie dieser hier oder ähnlichen bin, dann frage ich einfach die Menschen, was sie denn unter Energiewende verstehen. Und da ist die Antwort, sind grundsätzlich heterogen. Die erste Antwort ist Kernenergieausstieg. Da nicken jetzt bestimmt einige. Das ist auch etwas, was die Energiewende natürlich sozusagen in der breiten Öffentlichkeit bedeutet. Eine zweite Antwort ist erneuerbare Energien oder Umstieg von einem fossilen auf ein erneuerbares Energiesystem. Auch das ist eine Antwort, die man relativ häufig hört. Relativ selten hört man, und das finde ich bedenklich, der Umstieg auf eine CO2-freie Energieerzeugung. Denn das ist eigentlich sozusagen der große Hintergrund, die Verhinderung des Klimawandels, damit die CO2-neutrale Neutralisierung letztlich der Gesellschaft und auch der Energiepolitik oder des Energiesystems. Das hört man relativ selten, was, glaube ich, ein bisschen damit zusammenhängt, dass das EEG und Kernenergieausstieg so im Fokus auch der politischen Öffentlichkeit waren, was ich glaube dem eigentlichen Problem, das wir global angehen müssen, nämlich dem Klimawandel, so nicht ganz gerecht wird. Herr Kaltschmidt, es wird immer wieder angemerkt, dass vielfach bei der Energiewende, und das schließt ein bisschen an die Frage auch an Herrn Globitsch, ausschließlich von Strom gesprochen wird bei der Energiewende. Der Fokus sollte aber auch auf der Wärme und anderen Energieträger gerichtet sein. Ist es nun einfach ein Vermittlungsproblem, dass es so wahrgenommen wird, oder gibt es da andere Ursachen? Ja, das ist eine gute Frage, Herr Kreuzer. Also ich würde mal, also so wie ich die politischen Papiere verstehe, und da bin ich auch nicht ganz bei Ihnen, ist ja das Ziel der Energiewende, dass man sagt, man will Deutschland fit machen vor dem Hintergrund begrenzter fossiler Ressourcen, der Herausforderungen eines Klimawandels, dem Ziel einer umweltfreundlichen, klimaverträglichen, kostengünstigen Energieversorgung und gleichzeitig noch den Wirtschaftsstandort Deutschland dahingehend sichern, dass man sagt, ich habe da noch eine Technologieentwicklungskomponente in dem ganzen Spiel drin, wo ich sage, ich will Technologien entwickeln, weil über kurz oder lang kommen andere Länder, andere Staaten, andere Regionen auch in die Verlegenheit, dass sie sagen müssen, sie müssen etwas im Hinblick auf die Umstrukturierung ihrer Energieversorgung tun, um letztlich wegzukommen von den begrenzten fossilen Ressourcen hinzugehen mehr zu unerschöpflichen, zu erneuerbaren Ressourcen. So ist das, weil ich eigentlich den ganzen Energiewendeprozess verstehe. Und wenn man sich dann mal die Papiere anschaut, dann steht ja nicht nur drin Strom, was immer sehr stark und sehr prägnant und sehr plakativ diskutiert wird, sondern es ist ja, das umfasst das gesamte Energiesystem. Das gesamte Energiesystem, das ist eben dieses Viertel des Primärenergieverbrauchs roundabout, was Strom ist, aber das ist auch die Wärme, sowohl die Raumwärme als auch die industrielle oder Prozesswärme, und es sind natürlich die Kraftstoffe, ja, die ja auch letztlich der Wunsch besteht, dass man dort verstärkt Erneuerbare einsetzt. Es ist natürlich die Instrumente, die der Staat einsetzen kann, um letztlich dort die Gesellschaften oder die Nachfrage oder die Konsumenten ein bisschen in die Richtung zu bewegen, ist beim Strom relativ einfach, weil da habe ich ein großes Netz, da kann der Gesetzgeber sagen, okay, ihr könnt regenerativen Strom einspeisen. Bei der Wärme ist es schon gar nicht so einfach, weil es letztlich kein eines großes Wärmenetz gibt, sondern es gibt ganz, 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 ganz viele kleine Wärmenetze. Und dann tut er sich da schon deutlich schwerer. Wir hatten ja die Diskussion um das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, wo ja eigentlich dann Überlegungen gemacht wurden, dass man sagt, man will eine Abgabe machen, um das letztlich so ähnlich wie ein EEG zu stricken. Das hat ja alles nicht geklappt politisch, weil es einfach zu komplex und zu schwierig ist. Im Bereich Kraftstoffe hat man gesagt, gut, man macht einfach eine Quote, 5,75% an regenerativen Biokraftstoffen müsst ihr einsetzen. Wenn ihr das macht, dann ist gut, und diese Quote steigt irgendwann. Das heißt, um auf Ihre Frage zurückzukommen,
Energiewende meint mehr, Energiewende meint alle verschiedenen Kompartimente oder alle unterschiedlichen Teilenergiemärkte, die wir in Deutschland haben, Wärme, Strom und Kraftstoffe. Und da sind wir im Bereich Strom schon relativ weit. Ja, muss man ganz klar so sehen. Wir haben heute ein Ziel erreicht, was man vor 10 Jahren sich nicht hätte vorstellen können, dass man das erreichen kann. Da bin ich auch zu dem, was Herr Schulz gesagt hat. Im Bereich der Wärme sind wir noch lange nicht so weit. Dort haben wir die letzten, sagen wir, 5 bis 10 Jahre deutlich mehr Biomasse genutzt. Wir haben auf sehr niedrigem Niveau die Wärmepumpen ausgebaut, aber wirklich nur sehr niedriges Niveau. Das Gleiche gilt für die Solarthermie. Den großen Wurf ist uns da noch nicht gelungen. Auch im Bereich Wärmedämmung ist nicht so viel passiert. Und im Bereich Kraftstoffe sind wir eher auf dem Steady State. Das hat sich eher in den letzten Jahren kaum was getan. Eher, dass es Tendenz ist, dass der Anteil der Biokraftstoffe zurückgeht. Damit, um das abzuschließen, im Bereich Strom sind wir sehr weit nach vorne gebrecht. Im Bereich Wärme und Kraftstoffe eher verhaltene Entwicklung. Sie hatten mir gerade widersprochen, deswegen möchte ich das gleich aufnehmen. Das Interessante ist, dass Herr Kaltschmidt gerade genau das Gleiche sozusagen bestätigend gesagt hat, was ich kolportiert habe, nämlich, dass die CO2-Einsparung überhaupt nicht sozusagen im Fokus ist. Sie haben die ganze Zeit nur über erneuerbare Energien dann in den anderen Sektoren gesprochen. Erst im Strom, da haben wir es geschafft. Was wir geschafft haben, war ja nicht CO2-Einsparung, wie Sie meinen, sondern einen hohen Anteil an erneuerbaren Energien. Genau das Gleiche haben Sie für den Kraftstoffbereich und für den Wärmebereich gesagt. Und das ist etwas, was ich genau angesprochen hatte. Es geht eigentlich um den CO2-Anteil. Ja? Und wenn wir günstigere Technologien haben, um CO2 einzusparen, und da ist sicherlich sozusagen im Bereich des Wärmemarktes nicht das Umstellen auf Biomasse oder Pelletheizung oder so der erste Schritt, sondern da gibt es einfach vernünftigere, ökonomisch vernünftigere Varianten dazu. Und ich finde, wir sollten den Klimawandel nicht hier sozusagen irgendwie aus den Augen lassen, um nur eine Technologieform, meinetwegen erneuerbar, zu kolportieren. Das verstehe ich nicht. Ja, aber Sie reduzieren damit letztlich die Energiewende allein auf Klimaschutz. Und nach meiner Wahrnehmung ist Energiewende Klimaschutz ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt, das ist nicht die Frage, aber ein Aspekt unter verschiedenen weiteren. Weil ich meine, ist auch die Diskussion, die sehr stark hochgekommen ist im Rahmen von der Energiewende-Diskussion, ist die Versorgungssicherheit. Wenn ich natürlich das Holz aus dem eigenen Wald nehmen kann und den nachhaltig nutze, habe ich natürlich was gewonnen im Vergleich, dass ich das Gas aus Russland oder das Öl aus Libyen holen muss. Auch das ist ein Aspekt, der damit zu tun hat. Der Energietechnologie-Entwicklungsaspekt ist ein weiterer Aspekt. Es stimmt, ist richtig, wenn Sie sagen, wenn ich alles reduziere auf CO2, dann bin ich voll bei Ihnen, wenn man das als Ziel definiert. Für mich ist Energiewende eben eine Vielzahl unterschiedlicher Ziele, die je nach Gusto, je nach Wahrnehmung, je nach Person unterschiedlich gewichtet wird. Für mich ist es aber nicht nur allein und ausschließlich, und so entnehme ich das auch der öffentlichen Diskussion, nicht allein ausschließlich nur Klimaschutz. Dann gehen wir mal zur elektrischen Energieversorgung nochmal. Und zwar, Herr Schulz, Sie sind ein Verfechter des sogenannten Vier-Säulen-Modells. Das heißt also, die vier Säulen bestehen darin: Netzausbau, Energiespeicher, flexible Erzeugung, Verbrauchersteuerung. Das sind Ihre vier Säulen, die Sie damit ansprechen. Nun sind 2 Punkte sicherlich sehr wichtig, die haben wir auch schon vorher mal angesprochen. Einmal der Netzausbau und zum anderen Energiespeicherung. Netzausbau, Stromtrassen, ich hatte es auch in meiner Eingangsbegrüßung schon angesprochen, ist ja ein sehr diffiziles Problem, auch aus rechtlicher Sicht sicherlich ein Problem, aber vor allem auch ein Akzeptanzproblem. Freileitungen versus Erdkabel zum Beispiel, Energiespeicherung, ist eine Frage der Kosten, hatten Sie vorher schon angesprochen. Was sind denn wirklich jetzt, wenn man die beiden Schwerpunkte nehmen, die dringendsten Probleme für die nächsten Jahre? Weil Energie wird produziert in der Nordsee oder in der Ostsee und kann ja dort nicht irgendwo gespeichert werden. Was machen wir? Ja, das ist eine ganz interessante Frage, Herr Kreuzer. Wir produzieren ja sehr viel Energie im Norden, ja, Windenergie an Land und zukünftig auch auf Meer sehr viel. Und jetzt stellt sich die Frage, was machen wir damit? Verbrauchen wir das alles vor Ort? Das haben wir auch mal nachgerechnet, wenn man in Hamburg möglichst viele Verbraucher schaltbar macht, ja, damit sie die Erzeugungsspitzen vor Ort verbrauchen können, dann würde man von dieser Gesamtmenge On- und Offshore ganze 3%. Ja, vor Ort verbrauchen können, zu einem relativ hohen Aufwand. Ja, da müsste man die Verbraucher schaltbar machen, da braucht man rechtliche Rahmenbedingungen dafür, da braucht man Vertragsmodelle dafür und man braucht auch dafür eine Akzeptanz. Ja. Ich muss auch damit einverstanden sein, dass irgendjemand meine Verbraucher schaltet, ja, unabhängig davon, ob mir das gerade passt oder nicht.
Das würde sich natürlich auf die Verbraucher beschränken, die sogenannte unkritische Prozesse beinhalten, Kühlung, Wärme, Kreislaufprozesse. Aber so einfach ist das eben auch nicht. Dann haben Sie ja das Vier-Säulen-Modell angesprochen. Da gibt es ja die zwei teuren Säulen, ja, den Netzausbau und die Energiespeicher, jede für sich teuer, wobei der Netzausbau noch wesentlich günstiger ist und aus meiner Sicht den größten Hebel hat, also die größte Hebelwirkung, weil die große Energiemenge aus dem Norden muss ja irgendwo hin. Die Zielfunktion ist ja, die Verbrauchszentren im Süden zu erreichen, und dazu braucht man schon eine ganze Menge Netzausbau. Dazu braucht man den konventionellen Netzausbau mit Hilfe von Drehstromsystemen, also die eben angesprochenen Freileitungen mit 380 kV Leitungen, erkennen Sie im Übrigen an drei Isolatoren in Reihe, ja, man soll immer was mitnehmen aus so einer Veranstaltung. Drei Isolatoren in Reihen, 380 kV, ja, einer 110, zwei 220, ganz wichtig, sich das zu merken, macht mal Eindruck, ja, immer in der Familie. Und jetzt geht es darum, diesen Netzausbau irgendwie hinzubekommen. Der konventionelle Netzausbau reicht leider allein nicht aus, weil die großen Übertragungsstrecken bedeuten, dass sehr hohe Verluste bei der Energieübertragung auftreten. Aus dem Grund hat man einen Netzausbauplan, einen Netzentwicklungsplan beschlossen, in dem auch drei Gleichstromtrassen enthalten sind. Diese drei Gleichstromtrassen, die gehen auch von Süd Richtung Norden. Und da stellt sich jetzt die Frage der Akzeptanz, ja. Wie hoch ist die Akzeptanz beim sogenannten Empfänger, beim Verbraucher im Süden für ein Stromprodukt, was im Norden geschaffen wurde? Und da gibt es jetzt ganz wilde Diskussionen. Viele wollen die Leitung am liebsten nur als Kabel verlegen. Da hat man auch so ein paar Probleme, ja. Wenn man sich vorstellt, man möchte Kabel transportieren, dann kann man das tun in Stücken 700 bis 1000 Meter. Das bedeutet, man müsste jeden Kilometer die Kabel miteinander vermuffen, nennt man das. Das ist noch komplizierter, als es sich anhört, ja, weil man die Spannung da ganz exakt führen muss. Ansonsten hat man gleich neue Fehlerstellen gebaut. Das heißt, man hat jeden Kilometer eine potenzielle Fehlerstelle. Die müsste begehbar sein. Dann braucht man irgendwie auch eine Breite für so eine Trasse. Das sind in der Regel dann 6 Einzelkabel. Die werden so auf einer Breite 15 bis 25 Meter verlegt, bis so 1,50 Meter in der Erde, und da pflügt man dann durch die Landschaft und hofft, dass keine Wasserleitung kommt, kein Telefonkabel, nichts, was stören könnte. Das ist also ein ganz schwieriges Thema. Aus technischer Sicht ist diese Verkabelung leider keine gute Option. Im Prinzip ist sie möglich, zu sehr hohen Kosten und insbesondere auch mit Einschränkungen bei der Versorgungssicherheit. Das heißt, wir hätten mehr Ausfallzeiten zu erwarten. Heute ist Deutschland führend im europäischen Vergleich. Wir haben im Jahr 15 Minuten Ausfallzeit, so im Mittel. Andere liegen da also bei sehr viel höheren Werten. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, neben den Zielen, Klimaschutz ist ja das Hauptziel, ja, es gibt also Hauptziel und Unterziele, ja, und eins der Unterziele ist Ressourcenschutz, da gibt es einen Monitoringbericht, Energiewende, ja, da ist das alles ganz genau beschrieben. Und da ist auch ein wesentlicher Punkt dann der Netzausbau, aber da steht wirklich die Akzeptanzfrage als einziges dagegen. Kostenmäßig ist es in Ordnung, es ist genehmigt, es ist beschlossen, aber die Akzeptanzfrage ist hier ganz wesentlich. Ich glaube, da müssen wir auch noch eine ganze Menge lernen an Kommunikation, ja, zu erläutern, warum sind Dinge erforderlich, zu welchem Zweck machen wir das und mit welcher Zielstellung. Ich glaube, da haben wir eine große Aufgabe, nicht nur an den Hochschulen, sondern auch in der Industrie, unser Kommunikationsverhalten wesentlich noch zu verbessern. Ja, Kosten, Investitionen, das haben Sie jetzt eben gerade angesprochen, und die Kosten von Investitionen werden zu wenig berücksichtigt in der Energiewende. Das ist eine Aussage, die immer wieder kommt, und Sie hatten es auch schon angesprochen, Herr Grobitsch, das Geld, was wir in der Volkswirtschaft haben, können wir nur einmal ausgeben, und wenn es an einer Stelle gebunden ist, steht es nicht für Renten, für Kitas oder sonst was zur Verfügung. Also ist die politische Infragestellung einzelner Bereiche der Energiewende wirklich auch gegeben, dadurch, dass man sagt, aus Investorensicht gibt es keine richtige Sicherheit für das, was man tun soll, um jetzt in Kraftwerke, die Spitzenlast abtragen sollen, zu bedienen oder dergleichen mehr. Und das ist auch sicherlich ein Grund, dass nicht ausreichend investiert werden würde, so ist die Aussage der Industrie. Wie ist denn aus rechtlicher Sicht die Situation, Herr Paschke?
Wie können Sie den Investoren helfen? Ja, die Investoren sind ja vor allem durch entsprechende Verträge sozusagen gesichert, die sie mit den entsprechenden Betroffenen abschließen. Wir haben in dem Bereich vor allem das Problem im Bereich einerseits der Abschaltung der Atomkraftwerke. Wie sieht es hier mit den Amortisationsmöglichkeiten der Altanlagen aus, die wir bis 2022 abschalten wollen? Und wir haben sozusagen zukunftsgerichtet die Perspektive, hat ein Neuinvestor eine hinreichend sichere Perspektive, dass sein Investment, wir reden bei den Offshore-Windparks von Milliardeninvestitionen, dass also sein Investment entsprechend gesichert ist. Die Rechtslage ist jeweils durchaus sehr verschieden und ich will auch nicht verhehlen, durchaus kompliziert. Ich glaube, ich kann das hier kaum in einem kurzen Kolleg darstellen, vielleicht noch ein paar kurze Bemerkungen dazu. Im Bereich des Abschaltens der Atomenergie haben wir die Situation, dass der ursprüngliche Prozess, der eingeleitet wurde im Konsens mit den Betreibern der Atomkraftwerke, Sie erinnern sich, wenn Sie das ein bisschen in der Literatur verfolgt haben, in der politischen Entwicklung auch, an den sogenannten Atomkonsens, der in zwei Stufen stattfand. Die Atomindustrie hatte also konsensual den entsprechenden Prozess begleitet, der dann allerdings eine neue Beschleunigung bekam durch Fukushima. Fukushima hat bewirkt, dass wir zu einer schnelleren Abschaltung kommen. Und da stellt sich jetzt die Frage, ist das sozusagen rechtlich in Ordnung? Ist die schnellere Abschaltung rechtlich in Ordnung? Wir haben da verschiedene Ansatzpunkte. Wir haben ja einen ausländischen Betreiber Vattenfall und wir haben die drei großen nationalen Betreiber, die dann auch auf unterschiedlicher Rechtsgrundlage arbeiten. Vielleicht nur zwei Sätze dazu. Vattenfall klagt in Washington vor dem Internationalen Schiedsgericht auf der Grundlage einer Klausel der Energiecharta. Die Energiecharta sagt, wenn ihr fair und gleich behandelt werdet, wie alle anderen Investoren in Deutschland im Zusammenhang mit der Energiewende und hier der Abschaltung, dann ist das in Ordnung. Wenn ihr unfair, non-equal behandelt werdet, dann habt ihr einen Anspruch auf Erstattung der entsprechenden Schadenersatzpositionen. Das wird also ein Gang werden, der über Jahre sich hinziehen wird. Die Prognose über den Ausgang dieser Verfahren ist schwierig. Die verfassungsrechtliche Auseinandersetzung in Deutschland dreht um die Frage, hat hier eine Enteignung stattgefunden? Wenn ich einem Investor die Chance nehme, sein Investment weiter zu betreiben, weiter als ich das ursprünglich gedacht habe, dann liegt es natürlich nahe zu sagen, das könnte eine Enteignung sein. Darum drehen die vier Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, die inzwischen anhängig sind und die vermutlich in zwei oder drei Jahren entschieden werden. Ich komme hier nochmal zurück auf den Gedanken des Konsenses. Das wird möglicherweise ein entscheidungserheblicher Sachverhalt sein. In dem Moment, in dem ich einer bestimmten politischen, rechtlichen, technischen Entwicklung meinen Konsens gebe, ist im Nachhinein aus meiner Sicht sehr schwierig zu sagen, ich bin jetzt entgegen meinem Willen enteignet worden durch den Gesetzgeber der Energiewende. Ich glaube, dass hier die Unternehmen im Prinzip schlechte Karten haben, die Energiewende zu kippen an dieser Stelle oder Schadenersatzansprüche auf der Grundlage von Enteignungskategorien zu entwickeln, weil sie eben jedenfalls den ursprünglichen Prozess im Konsens mitgetragen haben. Das Entscheidende wird sein, ob die Verkürzung der Laufzeit, ob das alleine dazu führt, dass wir es mit einem Enteignungscharakter zu tun haben. Wir sind bei uns in der Arbeitsgruppe zu der Überzeugung gekommen, dass das wahrscheinlich sehr schwer zu argumentieren ist, vor allem aus einem Grund. Die Laufzeitensituation ist so bemessen, dass die betriebswirtschaftlich durchschnittliche Amortisationszeit bis 2022 gewährleistet ist. Also ich habe viel Kritik geübt persönlich an der Situation, wie die Energiewende vorbereitet wurde durch eine im Wesentlichen eine Ethikkommission. Juristen waren da kaum dabei, sage ich einmal. Und trotzdem hat man, natürlich hätte ich mir gern gewünscht, dass man hier auch den juristischen Sachverstand sehr früh einschaltet. Aber am Ende des Tages ist es doch so, dass die durchschnittliche Amortisationszeit gewährleistet ist, sodass selbst wenn das Bundesverfassungsgericht zu der Überzeugung kommen sollte, es liegt eine Enteignung vor, dass dann sehr stark die Frage ist, liegt überhaupt ein Schaden vor? Ja, denn wenn meine typische durchschnittliche Gewinnerwartung sich über die Amortisationszeit ja realisieren lässt,
dann ist es jedenfalls nicht ganz einfach zu argumentieren, dass ich trotzdem einen Schaden realisiere, dadurch, dass ich nicht mehr weiterarbeiten darf. Also das sind im Wesentlichen die beiden Fronten. Die Front für Vattenfall am Washingtoner Schiedsgericht, wir beobachten das ja mit großer Aufmerksamkeit vor dem Hintergrund der Transatlantikbeziehungen im Rahmen des neuen Abkommens für die Warenlieferbeziehungen. Wie verhält sich eigentlich ein Schiedsgericht in Bezug auf eine nationale Maßnahme? Wird hier sozusagen der nationale Gesetzgeber mit dem Löffel überbarbiert durch eine internationale Schiedsgerichtseinrichtung? Ich bin der festen Überzeugung, ich sage das so mit voller Werbe auch, dass diese Überlegungen also, dass sie nicht Platz greifen werden. Wir werden ein Exit-Schiedsgericht erleben, das mit hoher Sachkompetenz hier entscheiden wird und im Rahmen seiner typischerweise angelegten, vorsichtigen Entscheidungstendenz auch die neue Perspektive schalten wird. Und das Verfassungsgericht wird diese schwierige Frage zu entscheiden haben. Reicht es für den enteignenden Charakter einer Maßnahme aus, dass ich eine bestimmte Perspektive in der Entwicklung nicht weiterführen darf? Vielen Dank, Herr Paschke. Herr Klovic, Sie hatten ja vorher schon Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit die Fragen angesprochen und es wird ja immer von so einem Zieldreieck gesprochen, Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit oder Nachhaltigkeit, das sind die drei Komponenten und die Frage drängt sich da natürlich auch auf, sind denn alle drei Zielfunktionen gleichzeitig erreichbar? Das ist ja eigentlich von der Optimierung ein unheimlich schwieriges Problem. Ja, in der Tat, insbesondere wenn sich manche Dinge irgendwie scheinbar gegeneinander entwickeln. Ja, ich glaube, Politik hat da die Aufgabe, alle diese drei Ziele ernst zu nehmen. Insbesondere für eine globalisierte Volkswirtschaft wie die Bundesrepublik, alleine auf Umweltverträglichkeit zu setzen, so wichtig das Ziel ist, kann nicht ausreichend sein. Das kann nicht ausreichend sein aufgrund der Bürgerinteressen, die es berechtigterweise für auch, sagen wir mal, faire Strompreise gibt, im Übrigen auch für die Industrie. Und Versorgungssicherheit ist eben auch ein sehr, sehr hohes Gut. Und Herr Schulz hat vorhin gesagt, ohne Speicher sind wir so weit gekommen. Das stimmt alles richtig, aber wenn man mit Netzbetreibern, gerade Übertragungsnetzbetreibern spricht, und das werden Sie bestätigen können, die netzkritischen Situationen haben massiv zugenommen. Also vielleicht kann man auch sagen, wir haben es so bis hierhin geschafft. Ich bin kein Techniker, das können die Kollegen besser beurteilen, aber vielleicht haben wir es bis hierhin ganz gut geschafft, aber jetzt kommen wir gerade in Bereiche, wo es kritisch sind, es sei denn, wir bekommen diesen Netzausbau, von dem ich auch sehr überzeugt bin, dass er sehr notwendig ist. Nur die Realisierung des Netzentwicklungsplans steht ja auch so ein bisschen in den Sternen. Horst Seehofer hat ja nicht zuletzt so in dieser Woche, glaube ich, in der Kabinettssitzung relativ klar gemacht, dass es Bayern auf jeden Fall nicht mitmachen wird. Also von daher eine berechtigte Skepsis, ob dieser Netzausbau, den wir brauchen, ob der kommen wird. Und damit stellt zunehmend die Einspeisung erneuerbaren Energien, die bisher funktioniert hat, aber zunehmend eben durchaus eine Gefahr der Versorgungssicherheit da. Und ich glaube, das ist etwas, worüber man noch zu reden hat. Herr Schulz, Sie sind angesprochen. Ja, da gebe ich gleich eine kleine Replik nochmal zum Thema Speicher. Und zwar, es gibt ja Speicher. Wir haben Pumpspeicher, insgesamt 60 Gigawattstunden in Deutschland Pumpspeicherleistung. Darüber hinaus stehen uns ja auch Speicherkapazitäten zur Verfügung in Österreich, in der Schweiz, die momentan gar nicht voll genutzt werden, weil die erwarteten Mittagsspitzen ja überhaupt nicht aufgetreten sind in der Form, in der man sie erstmals prognostiziert hatte. Das heißt, bei Speichern haben wir Instrumente zur Verfügung. Worum es vorhin ging, war ja das Thema zusätzliche Speicher, neue Speicher. Bei Speichern ist zu beachten, die haben Mindestinstallationskosten von 1.000 bis 2.000 Euro pro kW, ja, installierte Leistung. Das heißt, wenn ich ein Pumpspeicherwerk baue für 100 Megawatt, dann kostet das mal 100 Millionen Euro. Ja, und dafür kann ich auch schon ein ganzes Stück Übertragungsleitung bauen, zumal der Pumpspeicher dann auch nicht ständig benutzt wird, sondern Sie sprachen es ja schon an, in den sogenannten netzkritischen Zuständen. Jetzt gibt es eine ganze Reihe weiterer Instrumente, um solche netzkritischen Zustände auch zu behandeln. Ja. Man kann natürlich auch über weitere schaltbare Industrieverbraucher nachdenken. Man kann auch über neue Querkuppelleitungen nachdenken, neue Kuppelstellen auch in benachbarte Länder und Versorgungsgebiete, wo man dann für solche kurzzeitigen Leistungstransfers sicher auch Instrumente findet, ja, um die Netzsicherheit zu gewährleisten. Also ich glaube, die Netzsicherheit, die Netzstabilität ist bei uns
Da sind wir führend in Deutschland, ja, also auch international führend, und das ist auch eine Basis, die notwendig ist, um unsere gut entwickelte Industrie weiter zu behalten und auch auszubauen. Also ich denke, das ist ein Gut, das ist schon ganz wesentlich im Prozess der Energiewende. Aber bei den Instrumenten plädiere ich dafür, sehr vorsichtig zu sein und die auch immer wirtschaftlich zu bewerten. Weil da würde man genau in eine Entwicklung hineinlaufen. Wenn wir jetzt hier Speicher bauen, würden wir in 5 Jahren sagen, oh Gott, wie konnten die das nur machen zu den Kosten? Ja, jetzt ist es alles noch teurer, die Strompreise gehen nach oben. Ich denke, da haben wir als Techniker auch eine Verantwortung dafür, an welchen Hebeln wir dann wirklich Kraft ausüben in diesem System Energiewende. Und schwierig ist aus meiner Sicht eben, dass das ein ganz, multithematisches Konglomerat ist. Ja, wir haben rechtliche Aspekte, wir haben gesellschaftliche Aspekte wie Akzeptanz, wir haben natürlich auch Technik, wir haben die Ökonomie, die dann auch sagt, wie können Entwicklungszweige aussehen. Und das ist auch eine Herausforderung, die für eine Gesellschaft ja auch neu ist. Ja, das macht man ja nicht so oft. Es ist ein Lernprozess, der sicher auch nicht ohne Federn zu lassen vor sich gehen kann. Aber wichtig ist, dass man doch in der Konsensbildung dann diese Fachkulturen annähert. Und da bin ich klar wieder beim nächsten Appell, ja, dass man diese Arbeit, wie wir sie auch in der Akademie leisten, diese interdisziplinäre Arbeit weiter ausbauen, weil nur damit wird es möglich sein, überhaupt die Energiewende irgendwie beherrschbar und kalkulierbar zu machen. Also vielleicht nur ein Satz zum Speicher, weil das eine aus meiner Sicht ein offensichtlicher Mangel der Energiewende ist. Wenn Sie Strom in den Speicher einspeichern, als Strom oder in umgewandelter Form, dann nutzen Sie die Netze und zahlen dafür selbstverständlich im Prinzip jedenfalls eine EEG-Umlage, also eine Beteiligung an den entsprechenden Kosten. Wenn Sie den Strom aus dem Speicher wieder ausspeisen, dann benutzen Sie wieder die Netze und Sie werden sich vielleicht wundern, was der Gesetzgeber gemacht hat. Sie zahlen auch dafür eine EEG-Umlage. Das heißt, unser Speicherstrom wird nach der gegenwärtigen Rechtslage eigentlich in einer sehr unglücklichen Weise doppelt belastet. Eine einfache Belastung wäre schon sozusagen das Minimum. Besser wäre aus meiner Sicht überhaupt keine Belastung an dieser Stelle, um gleichsam auch einen Anreiz zu schaffen, die Speichertechnologie betriebswirtschaftlich, letztlich am Ende des Tages aber auch volkswirtschaftlich sachgerecht zu nutzen. Wir haben da bislang leider keinen echten Fortschritt erreicht und ich habe verstanden, dass das vor allem daran liegt, dass man nicht genau weiß, was Speicher sind. Offen gestanden, mir fehlt der technische Sachverstand, um das zu verstehen. Ich könnte mir also vorstellen, dass man schon definieren kann, was ein Pumpspeicher ist, was ein Wasserspeicher ist, was ein Power-to-Gas-Umwandlungssystem ist. Aber natürlich ist das juristisch nicht ganz einfach, nur wir müssen an dieser Stelle, glaube ich, unbedingt nacharbeiten, weil das möglicherweise eine der sehr, sehr zentralen Fragen für die nächsten Jahre sein wird. Mhm. Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, ich meine, die Diskussion, die wir jetzt hier führen über Speicher, die führen wir nicht nur hier, sondern die wird ja politisch sehr stark geführt. Und aus meiner Sicht ist die Diskussion eigentlich ein klein bisschen zu kurz gesprungen. Ich will das auch versuchen zu begründen. Wenn man in die Vergangenheit guckt, die letzten 20 Jahre haben wir erst das Stromeinspeisegesetz gehabt und dann das EEG, das letztlich Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energie unterstützt hat, die dann letztlich als Add-on an das Stromversorgungssystem rangekommen sind. Das heißt, man hat das eigentliche Stromversorgungssystem gelassen, hat hier noch eine Windkraftanlage, da eine Photovoltaikanlage, da eine Biogasanlage, da eine Biomasseanlage und da eine Geothermiekraftwerk einfach dran gedockt, ja, und diese einzelnen Komponenten als Add-on an dieses System gemacht, aber nur in Bezug auf bis zum Einspeisepunkt. Ja. Das heißt, die Systemdenke, die Philosophie des EEG oder des Stromeinspeisegesetzes war eigentlich nur Stromerzeugungstechnologien bis Einspeisepunktnetz. Die Optimierung ging nie über diesen Einspeisepunkt drüber raus. Das kann ich machen, wenn der Anteil von dem, was ich einspeise in dieses Stromversorgungssystem, sehr klein ist. Wenn wir da im Bereich einiger Prozent sind, ist das völlig problemlos. Ja? Es mag auch noch problemlos sein, wenn wir im Bereich von 10% sind ungefähr. Inzwischen sind wir bei 25%. Und damit müssen wir aus meiner Sicht die Optimierung dieser Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energien, sei es nur Wind, Photovoltaik oder was auch immer, letztlich auch unter Systemaspekten angucken. Das EEG geht ja erstens schon ein klein bisschen in diese Richtung, da man auch sagt, okay, die Windkraftanlage kann abgeschaltet werden, ihr müsst eine Systemdienstleistung bringen, auch die ökonomischen Instrumente gehen schon in diese Richtung, aber aus meiner Sicht ist das eben nur der erste Schritt. Die
Stromerzeugungstechnologien auf der Basis erneuerbarer müssen genauso gut einen Beitrag zur Systemsicherheit leisten, wie das ein Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk genauso macht. Das heißt, wir müssen von der Philosophie der Erzeugungstechnik, der Entwicklung von Erzeugungstechniken hinkommen zur Entwicklung von Systemtechniken, die einen Beitrag zur Systemsicherheit, zur Systemstabilisation leisten. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir den Paradigmenwechsel hinkriegen, zu sagen, von der Erzeugungstechnik hin zum Versorgungssystem. Und wenn uns das gelingt, was in der Tat technisch und organisatorisch, wenn ich jetzt an die ganzen, sagen wir, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die ökonomischen Rahmenbedingungen, die Marktregeln bei den Strommärkten so denke, das ist alles nicht ganz trivial, weil das hängt ja alles damit zusammen. Das muss ja alles entsprechend weiterentwickelt werden. Aber wenn uns dieser Schritt gelingt, dann glaube ich, haben wir eine Blaupause für das, was letztlich andere Länder in x Jahren ebenfalls als Paradigmenwechsel, als Weiterentwicklung ihres Stromversorgungssystems hinkriegen müssen. Da führt aus meiner Sicht kein Weg dran vorbei. Jetzt habe ich genug provoziert, bitte schön, Herr Paschke. Ich möchte Herrn Kaltschmidt explizit zustimmen. Das ist jetzt ungewöhnlich, aber es muss auch getan werden. Ich finde, danke, das aus Ihrem Mund vernehmen zu dürfen. Gerne. Ich finde, dass Sie recht haben. Ich glaube, es gibt dann aber eigentlich keine Konsequenz, das gegenwärtige Steuerungssystem, was wir haben, nämlich den Markt, den muss man auflösen. Und das tut mir als Ökonom weh, weil ich glaube, dass Marktkräfte ein sehr, sehr gutes Steuerungsinstrument sind. Das, was Sie geschildert haben, setzt eigentlich eine Art elektronisch vernetzten zentralen Optimierer voraus. Ja, das kann ein Übertragungsnetzbetreiber sein oder irgendeine Steuerungs... Das, was wir eigentlich mal gedacht haben, als wir den Markt liberalisiert haben, dass man sozusagen Knappheitssignale nutzt, um Investitionssignale einerseits zu haben, um Allokationssignale, also sozusagen die Verteilung richtig zu machen, das funktioniert in einem solchen System, glaube ich, nicht mehr. Also ich kann mir schlechterdings nicht vorstellen, dass man, ne, das war auch abschaltbare Lasten und so weiter, dass man damit die Flexibilität gut genug hinkriegt. Weil es muss ja auch noch Realtime passieren. Sie haben ja nicht viel Zeit. Sie müssen ja eigentlich sozusagen in Sekundenbruchteilen diese Steuerung durchführen. Also technisch, glaube ich, liegen Sie richtig. Ich glaube, dass es mit unserem gegenwärtigen Marktsystem nicht funktioniert. Ganz kurz noch eine Bemerkung. Ja, ganz kurz. Ich glaube, die Frage ist super spannend, aber auch super schwierig aus rechtlicher Sicht, weil wir derzeit das EEG ja nicht systemorientiert konzipiert haben, sondern personal adressieren. Also der Anlagenbetreiber hat einen Vergütungsanspruch, der Übertragungsnetzbetreiber hat einen Vergütungsanspruch, der Verteilnetzbetreiber hat einen Vergütungsanspruch jeweils in den personalen Beziehungen organisiert. Am Ende des Tages zahlt der Endverbraucher, also der persönliche Konsument oder auch der industrielle Endverbraucher, den Preis. Das gesamte System ist auf der Kostenschiene komplett personal definiert. Wenn Sie jetzt auf ein systemorientiertes Konzept umstellen wollen, dann können Sie eigentlich das klassische Modell, so wie wir im Moment die Erneuerbaren finanzieren, ich sage mal deutlich, vergessen, das wird nicht funktionieren. Das, was trägt, ist, wir haben das heute Nachmittag ein bisschen angesprochen, wäre ein steuerfinanziertes Modell. Das können Sie systemorientiert gestalten. Und möglicherweise wird das die Idee der Zukunft sein. Das heißt, die Idee ist schon da, aber die Gestaltungsidee der Zukunft. Ja. Weg von der personalen Orientierung hin zu einer aus dem Staatshaushalt getragenen Gesamtfinanzierung. Meine Damen und Herren, bevor wir jetzt die Runde öffnen, auch für Sie, für Fragen, will ich noch etwas anführen, was als Grundsatzerklärung der Wissenschaftsakademien zum Thema neues Energiesystem formuliert worden ist. Und zwar drei Punkte sind das. Die Energieversorgung ist ein komplexes und dynamisches System. Jeder Umbau erfordert daher Systemverständnis, das ist genau das, was wir gerade eben gesprochen hatten. Einen Masterplan der Energiewende kann es aber nicht geben. Zweiter Punkt ist dann, Nachhaltigkeit ist das wichtigste Kriterium künftiger Energiesysteme. Dabei müssen die versorgungssicher, wirtschaftlich und umweltverträglich sein. Ebenfalls wichtig ist die Sozialverträglichkeit. Und der dritte Punkt ist dann, Aufgabe der Wissenschaft ist es, und wir sind hier Wissenschaftler am Podium, fundierte Gestaltungsoptionen zu erarbeiten, die mehrere mögliche Vorgehen und ihre voraussichtlichen Folgen skizzieren. Auf dieser Grundlage Entscheidungen zu treffen, bleibt eine politische Aufgabe. Das heißt also, was wir als Wissenschaftler tun, ist, Korridore auszuleuchten und zu beschreiben, nach denen man vorgehen kann. Aber die Entscheidung trifft letztlich die Politik natürlich, was dann passiert. Und mit dieser
ja, Grundsatzerklärung der Wissenschaftsakademien will ich nun übergehen vom Podium zu Ihnen und die Fragerunde, wie gesagt, auch für Sie nun öffnen.